Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israel hat sich erleichtert über den Tod des Terroristen Osama bin Laden gezeigt. Premierminister Netanyahu sprach von einem überwältigenden Sieg für die Gerechtigkeit. Außenminister Lieberman lobte die USA dafür, dass sie bei der jahrelangen Jagd auf den Top-Terroristen nicht aufgegeben haben. Ebenso erleichtert äußerte sich auch Staatspräsident Peres. The end of bin Laden is a great piece of news for the free world. This man was a mega murderer. He killed thousands and thousands of people. People who were totally innocent. And he would continue to kill. His purpose in life was to kill anybody that doesn't belong to him. Eine US-amerikanische Spezialeinheit hatte den Terrorführer am Sonntag in einem Versteck nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aufgespürt und getötet. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen haben die rivalisierenden Palästinensergruppen Fatah und Hamas ihre Fehde beigelegt. In Kairo unterzeichneten Vertreter beider Seiten ein entsprechendes Versöhnungsabkommen. Der Schulterschluss war unter ägyptischer Vermittlung zustande gekommen. Vorgesehen sind nun der Aufbau einer unabhängigen Übergangsregierung, Wahlen innerhalb eines Jahres und die Freilassung von Gefangenen beider Seiten. Fatah-Chef Abbas kündigte an, die neue Regierung werde Gewalt ablehnen. Gleichzeitig bekräftigte er seine Unterstützung für den Widerstand gegen Israels Präsenz im Westjordanland. Israels Premierminister Netanyahu hat anlässlich des Holocaust-Gedenktages vor Hass gegen Israel gewarnt. Der uralte Hass auf Juden habe die Form von Hass auf Israel angenommen. Der jüdische Staat werde von vielen für das Übel in der Welt verantwortlich gemacht, sagte Netanyahu in einer Zeremonie in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Mit dem Holocaust-Gedenktag Yom HaShoah wird der 6 Millionen Juden gedacht, die durch die Nationalsozialisten ermordet wurden. Am Montagmorgen heulten dazu in Israel die Sirenen und die Menschen verharrten für 2 Schweigeminuten. Die Deutsche Bahn zieht sich aus dem Projekt einer Neubaustrecke von Jerusalem nach Tel Aviv zurück. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte berichtet, die Strecke führe 6 Kilometer durch das Westjordanland und sei daher völkerrechtlich umstritten. Ein Sprecher der Bahn bestätigte den Rückzug aus dem Projekt, ließ die vermutete Begründung jedoch unkommentiert. Die Deutsche Bahn hatte die staatliche israelische Eisenbahngesellschaft Israel Railways bei der Elektrifizierung der Verbindung beraten. Moshe Landau, der Vorsitzende Richter im Prozess gegen den NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 99 Jahren an einem Herzstillstand. Israels Staatspräsident Peres bezeichnete den Verstorbenen als Vorbild für eine mutige Führung. Der Richter habe Präzedenzfälle geschaffen, die das Fundament der israelischen Demokratie seien, sagte Peres. Landau war seit 1953 beim Obersten Gerichtshof tätig. Unter seinem Vorsitz wurde Eichmann zum Tode durch den Strang verurteilt. Es war das einzige Todesurteil, das jemals im modernen jüdischen Staat vollstreckt wurde. Der israelische Dirigent Daniel Barenboim hat am Dienstag erstmals ein Konzert im Gazastreifen gegeben. Die Veranstaltung mit mehr als 400 Zuschauern fand auf Einladung der Vereinten Nationen statt. Zahlreiche internationale Musiker beteiligten sich daran, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in dem abgeriegelten Gebiet zu bekunden. Barenboim betonte, er wolle mit dem Auftritt kulturelle Blockaden aufbrechen und zeigen, dass es Menschen in Europa gebe, die sich um die Bevölkerung im Gazastreifen sorgen. Der Dirigent hatte aus Solidarität mit den Palästinensern deren Staatsbürgerschaft angenommen. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und Kultur begrüßen dürfen.